ersten von zwei Aufstiegsspielen zur dritten Liga musste der FC Energie Cottbus gestern eine 1:2 Niederlage gegen die Spielvereinigung Unterhaching hinnehmen. Das Team von Trainer Klaus-Dieter Wollitz glich zwar zwischenzeitlich durch einen Elfmeter aus, fand jedoch im zweiten Durchgang keine Lösungen gegen die gut verteidigenden Hachinger. Vor einer stimmungsvollen Kulisse im fast ausverkauften Stadion der Freundschaft lieferten sich beide Mannschaften von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Die Gäste aus Unterhaching gingen in der 6. Minute durch Niklas Ansbach in Führung. Doch Jonas Hildebrand glich nur knapp 7 Minuten später per Elfmeter für Cottbus aus. Die Spielvereinigung erzielte jedoch noch vor der Halbzeitpause das entscheidende Tor durch Matthias Fetsch in der 37. Minute. In der zweiten Halbzeit gelang es Energie Cottbus nicht, klare Torchancen herauszuspielen, während Unterhaching mit einer starken Defensive die Führung verteidigte. Torhüter Elias Bethke verhinderte mit einer spektakulären Rettungstat einen weiteren Treffer der Gäste. Das Spiel wurde zunehmend hektisch und zerfahren und trotz einer 7-minütigen Nachspielzeit blieb es beim 1:2 für Unterhaching. Ich glaube, wir haben wirklich versucht, nach vorne nochmal den Punch zu setzen. Da hat ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Aber Fakt ist auch, wir brauchen nur ein Tor und es sind nochmal 90 Minuten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die fittere Mannschaft sind. Wenn wir die ein oder anderen Punkte einfach besser umsetzen, dann werden wir nochmal einen heißen Tanz erleben am Sonntag. Ich glaube, wir müssen einfach von der ersten Minute an direkt scharf sein. Jetzt wissen wir ungefähr, wie sie spielen. Ich glaube, das ist jetzt ein Vorteil. Aber ja, natürlich wird jetzt eine Monsteraufgabe bei denen, das Spiel noch zu drehen. Das Rückspiel, das über den Aufstieg in die dritte Liga entscheiden wird, findet am kommenden Sonntag um 13 Uhr im Sportpark Unterhaching statt. Der FC Energie Cottbus steht vor einer schwierigen Aufgabe, während die Spielvereinigung den ersten Schritt in Richtung Drittliga-Aufstieg gemacht hat.